Im heutigen kleinen Video möchte ich euch mal einen Einblick geben, welche Lebensmittel in meiner Freitags-Bio-Kiste am 22. Juni enthalten waren. Seit Dezember 2004 bestelle ich regelmäßig bei einem Biobauern hier in meiner Region. Und das Tolle an dieser Bio-Kiste ist, dass ich mir den Inhalt jedes Mal neu wählen kann. Die meisten Lebensmittel, die ihr hier seht, sind aus der Region. Das sind also regionale, saisonale und vor allem sehr frische Lebensmittel, denn die werden erst kurz vor der Lieferung geerntet. Ich möchte euch jetzt mal einen Überblick geben, was das denn jetzt genau für Lebensmittel sind. Hier könnt ihr Stangsellerie erkennen. Da habe ich, glaube ich, dreimal Stangsellerie bestellt. Hier links davon haben wir zwei große Bund Koriander. Ich liebe Koriander. Ich presse mir daraus gern Säfte, zum Beispiel mit Gurke oder mit Stangsellerie, manchmal auch mit Kokoswasser und Gurke. Wirklich ein sehr leckerer, erfrischender grüner Saft. Dann haben wir hier Spitzpaprika, der kommt aber nicht aus der Region. Wenn ich mich recht erinnere, kommt der aus Spanien. Ich glaube, genauso wie die Zitronen oder eventuell kommen die auch aus Italien. Die Zucchini habe ich überhaupt nicht bestellt. Das war wahrscheinlich auch so ein kleines Dankeschön. Kann ich mir aber auch vorstellen, dass die regional sind. Die Vesperkuchen und auch die großen Schlanggurken, die sind auch direkt von meinem Biobauern, also die kommen auch aus der Region. Die Melone kommt auch aus Spanien, die kleine Mini-Wassermelone, die habe ich für meinen Simon bestellt, der liebt Wassermelone. Dann haben wir ein tolles regionales Gemüse, der Brokkoli, da freue ich mich sehr, dass es den jetzt auch wieder regional gibt. Da wird es auch in Kürze hier auf meinem Kanal ein ganz, ganz tolles Rezept geben. Dann haben wir hier Champignons, die sind auch aus der Region. Und hier einen ganz tollen Radicchio-Salat. So sieht er aus, wenn er von meinem Biobauern kommt. Ich bin mir nicht sicher, ob es Radicchio direkt im Supermarkt gibt. Da habe ich noch nie so geschaut. Ich weiß aber, bei uns im Bioladen gibt es Radicchio. Und der sieht auch viel kleiner aus. Und da fehlen auch die grünen Außenblätter meistens. Dann haben wir auch einen ganz tollen regionalen Salat. Das ist Endivie. Und der Endiviensalat wie auch der Radicchio enthalten noch Bitterstoffe, wenn auch nicht mehr so viel wie vielleicht vor 100 Jahren. Die sind ja schon größtenteils herausgezüchtet worden. Auch ein ganz tolles saisonales und regionales Blattgemüse, Endivie. Und diesen Endiviensalat, den esse ich meistens so pur, vielleicht auch mit ein bisschen Gurke oder Tomaten. Oder ich entsafte die Endivie. Und weiter geht zu einem ganz tollen regionalen Salat, das ist der Eisbergsalat. Und schaut mal diese grüne Farbe. Also hier sind noch die Außenblätter dabei, auch der Eisbergsalat enthält Chlorophyll. Aber das, was man zum Beispiel meistens im Supermarkt sieht, diese Eisbergsalate, die sind doch recht blass. Und dieser Salat enthält noch wertvolles Chlorophyll. Und diesen Salat oder dieser Salat hat ja auch so was knackig Frisches und das mag mein ältester Sohn auch sehr. Und hier haben wir auch noch ein regionales Gemüse, das ist der Blumenkohl. So, ich glaube, jetzt habe ich euch alles gezeigt, was in dieser Biokiste enthalten war. Ich kann noch mal ganz kurz drüber schwenken und sagen, was ich mit diesen oder wie ich diese Lebensmittel zubereite. Zum Koriander habe ich ja schon was gesagt. Den Stangensellerie verwende ich auch meistens zum Entsaften. Also entweder trinke ich den pur, also ich entsafte mir so eine ganze Staude und trinke den Stangsellerie pur. Oder ich entsafte ihn mit Gurke und selbstgezogenem Erbsengrün oder Sonnenblumenkerngrün. Das ist ein sehr, sehr köstlicher grüner Saft. Ich sehe gerade, ich habe doch noch etwas unterschlagen. Hier ist noch ein regionaler Kohlrabi. Übrigens ist das Kohlrabi-Grün auch essbar. Kann man zum Beispiel entsaften oder klein schneiden und mit unter einen Salat mischen. Den Radicchio werde ich auch pur essen oder vielleicht auch mal für einen Salat, aber ich bin in den letzten Jahren dazu übergegangen, mir kaum Salate zu machen. Ich esse das dann einfach pur. Vielleicht verwende ich die Außenblätter oder die größeren Blätter auch für einen Wrap und werde mir einfach Gurken raspeln und dann mit Sprossen vermengen und dann einfach essen. Das Brokkoli-Rezept habe ich ja bereits erwähnt, das werde ich mir aus diesem Brokkoli wahrscheinlich auch wieder zubereiten. Dann haben wir hier die Zitronen, die verwende ich meist für frisch gepresste Säfte oder zum Beispiel auch für das Brokkoli-Rezept, da wird auch Zitronensaft benötigt. Die Paprika, die essen wir einfach roh. Die Zucchini, ich bin nicht so ein Fan von roher Zucchini, da muss ich auch erstmal überlegen, was ich damit mache. Die Gurken essen wir auch einfach pur oder wir raspeln sie oder ich entsafte sie. Mein Simon wird diese Melone einfach als
Frühstück oder als erfrischende Mahlzeit irgendwann am Tag essen. Dann haben wir hier Champignons, manchmal brate ich die für meinen Jüngsten oder ich bereite mir marinierte Champignons zu. Da gibt es auch schon ein Rezept hier auf diesem Kanal, das werde ich euch oben rechts verlinken. Hier ist nochmal der Endiviensalat. Da habe ich ja schon gesagt, dass ich den höchstwahrscheinlich entsaften werde und dann auch einige Blätter einfach so zu irgendeinem Rohkostgericht esse, zu irgendeinem Gurkensalat oder zu Avocado. Also es kommt drauf an, was ich gerade da habe. Auch den Eisbergsalat, den werden wir einfach so pur essen. Vielleicht werde ich auch die Außenblätter dazu verwenden, irgendeinen Rohkostsalat darin einzuwickeln. Dann haben wir hier noch den Blumenkohl. Da werde ich höchstwahrscheinlich panierten Blumenkohl für meine Jungs machen. Das lieben sie. Und diese Zubereitung ist aber allerdings nicht vegan. Ich verwende dafür Eier und Maispaniermehl. Meine Lebensmittel bekomme ich jede Woche in solchen Kisten geliefert. Und wenn ich dann die nächste Lieferung nächste Woche bekomme, werden die Kisten einfach ausgetauscht. Der Lieferant nimmt die leeren Kisten mit und lässt mir zwei neue Kisten stehen. Und oftmals sind dann hier in diesen leeren Kisten auch noch Papiertüten enthalten. Zum Beispiel, wenn ich Kartoffeln oder Möhren bestelle, dann sind die immer in Papiertüten und die gebe ich dann immer wieder zurück. Die werden weiterverwendet. Wer regelmäßig im Supermarkt einkaufen geht, der wird jetzt wahrscheinlich einen Unterschied feststellen zur Verpackung. Ihr seht, es gibt keinerlei Plastikverpackung. Der Salat wird in Papiertüten verpackt, auch Möhren und Kartoffeln, die ich heute nicht bestellt habe, die werden immer in Papiertüten geliefert. Die Champignons werden ja offensichtlich in einer Plastiktüte geliefert, allerdings ist diese zu 100% kompostierbar und nachhaltig, besteht also aus pflanzlichem Material. Für viele auch immer ganz interessant, wie viel kostet denn jetzt so eine Bio-Kiste mit den ganzen gesunden Lebensmitteln? Ihr seht hier meinen Lieferschein, den ich heute mitbekommen habe, da ist mir leider schon eine Ecke abgerissen. Hier seht ihr auch die ganzen Lebensmittel aufgelistet, die ich bekommen habe. Da sind zum Beispiel auch noch Eier dabei, die hatte ich jetzt nicht gezeigt. Die sind für meine Jungs und mir fällt auch gerade auf, ich hatte nicht nur Koriander bestellt, sondern auch Petersilie. Die sehen sich ja ein bisschen ähnlich, Petersilie und Koriander. Das ist ein bisschen untergegangen. Ich hatte zweimal Koriander und einmal Petersilie bestellt. Und ihr seht ja, für diese drei Bund Koriander oder für diese zwei Bund bezahle ich 3 Euro, für Petersilie 1,40. Das seht ihr zum Beispiel, der Eisbergsalat hat das Stück 1,80 gekostet. Also wenn wir jetzt mal so bei den regionalen Lebensmitteln bleiben. Die Gurken haben 9 Stück, also die Schlanggurken haben insgesamt 9 Stück. Der Kohlrabi 99 Cent, der regionale Brokkoli 3,92. Ich hatte viermal Staudensellerie 7,20 Euro. Was waren 1,80 Euro der Radicchio, die Champignons 4,50 Euro. Genau, die Vespergurken 3,50, dann haben wir noch den Endiviensalat, 2 Stück, 3,60 Euro, also dann noch den Blumenkohl, 3,18 Euro und insgesamt 55 Euro für diese ganze Bio-Kiste. Und ich finde, es ist ein guter Preis, im Bioladen würde man auf alle Fälle noch mehr dafür bezahlen. Jetzt habt ihr mal einen Überblick bekommen über meine regionale Bio-Kiste im Juni. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar unter diesem Video. Wo bezieht ihr gerade eure Lebensmittel her? Ich freue mich über eure Kommentare. Alles Liebe, eure Silke.